die neuen MacBooks. Was Apple damit veranstaltet hat, ist wirklich crazy. Der neue M1-Prozessor lässt in den letzten Wochen und Monaten wirklich alle Benchmarks explodieren und alle anderen Arbeitslaptops in seiner Kategorie alt aussehen. Gerade das neue MacBook Air mit demselben M1-Prozessor wie im Pro-Modell und ohne aktive Kühlung ist momentan in aller Munde. Das Einsteiger-Laptop-Modell von Apple nimmt es in seiner neuesten Generation schon fast mit lächerlicher Leichtigkeit mit den Vorgängern sowohl aus der Air- als auch aus der Pro-Reihe auf und übertrifft diese sogar. Ich, der genau in dieser Zeit eine Umstellung von Windows auf Mac wagen wollte, war stutzig, ob meine Wahl nun auf das Air oder doch auf das MacBook Pro 13 Zoll fallen wird. Warum ich mich für das MacBook Pro 13 Zoll entschieden habe und wie ich als absoluter Neuling auf Mac im Alltag damit so zurechtkomme, möchte ich euch in diesem Video einmal näher bringen. Wenn Apple eins gut kann, dann ist es wirklich wunderschöne und zeitlose Laptops zu produzieren und zu designen. Zwar haben sie in der Vergangenheit immer wieder bewiesen, dass das auch nach hinten losgehen kann, sind aber trotzdem oftmals Trendsetter gewesen. So wahrscheinlich auch bei ihren Laptops. Von außen hat sich bei dem neuen MacBook Pro 13 Zoll zum Vorgänger wirklich nichts verändert. Dasselbe 2,5K Display mit einer Auflösung von 2560x1600 wie im Vorgänger befindet sich hier im neuen MacBook-Modell. Dieses hat bereits bewiesen, wie scharf und farbgenau das Panel wirklich ist. Es ist super angenehm, auf ihm Videos zu schneiden, Filme zu schauen oder einfach zu surfen. Für mich, der von Windows und einem Full HD 27 Zoll Monitor kommt, ist die Größe zwar gewöhnungsbedürftig, die Auflösung aber ein wirklicher Traum. Alles andere kommt mir nun einfach nur noch unscharf und verpixelt vor. Wichtig ist für alle, die Videoschnitt oder Fotobearbeitung probieren möchten, das True Tone Display zu deaktivieren, um Farben nicht zu verfälschen. Ansonsten befindet sich dieselbe Touchbar wie im Vorgänger auch in diesem Modell. Sie ist ein schönes Accessoire, aber nicht wirklich der Rede wert, da alles bereits bekannt und geblieben ist. Zudem dieselben Lautsprecher und Mikrofone, welche nun durch die Hardware im Chip und die Software verbessert wurden. Tastatur und Trackpad sind auch gleich geblieben. Ja, sogar dieselbe popelige 720p Webcam ist immer noch am Start. Wie schon oft gesagt, von außen lässt sich ein Unterschied zwischen den alten und neuen Modellen wirklich nicht finden. Der wirkliche Unterschied liegt nämlich im Prozessor. Der neue Apple Silicon M1 Chip ist der Star der Show. Er sorgt für die vielen Schlagzeilen und gibt den Macs ihre Daseinsberechtigung. Jetzt genau zu sagen, was die Unterschiede zwischen den Chips sind, wäre zu technisch und würde den Rahmen dieses Videos völlig sprengen. Auch ist es für mich schwierig, hier entsprechende Benchmarks mit anderen Macs oder so zu ziehen, weil ich vergleichbare Geräte nicht besitze. Zudem gibt es Benchmarks mittlerweile zuhauf im Internet. Was bei mir rauskam, war wie folgt. Bei Cinebench hat die CPU im Single Core 1512 Punkte erhalten und reiht sich damit direkt unter dem Intel Core i7 der 11. Generation ein. Im Multicore erreicht der Apple M1 Chip hingegen 7791 Punkte und reiht sich damit in der Mitte des Cinebench eigenen Rankings ein. Dazu muss man immer noch bedenken, dass dieser Rechner ein Laptop mit mobiler Stromversorgung und so weiter ist. Zudem liefen die Benchmarks bei mir auch während noch alle anderen Programme im Hintergrund offen waren. Auch der Blackmagic Speedtest zeigt, dass die interne SSD, bei mir 1 TB groß, sowohl 3 GB pro Sekunde Lese- als auch 3 GB pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit hat. Bedeutet, dass in der Theorie 4K-Videoschnitt locker funktioniert und alles darüber auch möglich ist. Doch wie sieht es nun wirklich im Alltag aus? Nun, da ich die meiste Rechenpower für Videoschnitt sowohl für YouTube als auch für außerhalb benötige, brauchte ich einen PC, der leistungsstark ist. Zudem wollte ich nach 7 Jahren Videoschnitt endlich einmal flexibel werden. Den Wunsch nach einem Laptop hatte ich schon lange. Jahrelang habe ich auf meinem PC am Schreibtisch geschnitten und gearbeitet. Wichtig war es also, dass ich diese Leistung nun auch an einem Laptop bekomme. Und das habe ich hier definitiv erwischt. Die Aufgabe war, mein 8-sekündiges Intro in After Effects mit ordentlichen Effekten in 4K und 60 Bildern pro Sekunde zu rendern. Der MacBook Pro macht dies locker in 35 Minuten und 2 Sekunden. Dabei belegt After Effects gerade mal 62% vom Arbeitsspeicher und die Lüfter des Laptops blieben aus. Er wurde nicht mehr wirklich warm. Insgesamt zog es dem Akku 13% Saft ab. Mein fester PC mit Ryzen 7 1700, GTX 89 und 16 GB Arbeitsspeicher brauchte mit Lüfter und vollem Stromverbrauch 37 Minuten und 6 Sekunden. Das ist einfach nur noch crazy. Klar, die Hardware ist definitiv unterschiedlich, aber wir reden hier immer noch von einem Laptop. Zudem ist After Effects nicht mehr für den M1-Chip optimiert und muss mit Hilfe von Rosetta 2 für den neuen Prozessor übersetzt werden. Ähnliches gilt für den Schnitt in Premiere. Mit voller Qualität, Farbkorrektur und Effekten einfach flüssig
flüssige Wiedergabe ohne ruckelnde oder verschluckte Frames zu haben, ist einfach angenehm. Und wir reden hierbei von Apple externer Software. Bei den hauseigenen Programmen ist das Feeling nochmal was völlig anderes. Es läuft irgendwie einfach rund und man bekommt das Gefühl, wirklich Arbeit zu schaffen. Das Ganze bin ich aber auch schon vom iPad und vom iPhone gewohnt. Es nun auch auf dem Rechner zu spüren, hat nochmal was ganz Eigenes an sich, weswegen ich mich grundsätzlich entschieden habe, auf einem Apple-Laptop zu setzen. Zu den Schnittprogrammen wie Final Cut und Logic X kann und will ich momentan noch nichts sagen, da ich diese Programme erst seit wenigen Tagen besitze und noch völliger Anfänger darin bin. Ein Video dazu wird aber noch kommen. Und ja, auch der Akku ist lächerlich. Ich sag es so, Apple lügt mit den 20 Stunden Videos schauen nicht. Beim Pro nochmal mehr Akkulaufzeit, trotz einem helleren Display und einem aktiven Lüfter. Der größte Punkt der Umstellung ist wohl oder übel die Optimierung der Programme. Wie bereits gesagt, laufen einige der Programme noch nicht nativ auf dem neuen Prozessor und der ARM-Technologie und müssen vorerst konvertiert werden. Dies übernimmt, wie bereits gesagt, das Programm Rosetta 2, was von Haus aus auf allen M1 Macs installiert ist. Es ermöglicht zum Beispiel, dass die gesamte Creative Cloud bereits auf dem Mac läuft, obwohl Adobe diese noch nicht einmal umgeschrieben hat. Dies wird erst im Laufe des Jahres folgen. Ich selbst hatte bisher noch mit keinem Programm zu tun, das nicht auf den neuen Macs funktioniert hat. Alles lief einigermaßen rund oder funktionierte nach einem Neustart dann so richtig. Wenn das die einzigen Einschränkungen sind, nehme ich doch gerne in Kauf, Beta-User zu sein. Das klingt ja jetzt alles ganz toll und fast ohne Kompromiss, oder? Nun, es gibt ein paar Sachen, die ich kritisch sehe. Was mich selbst am meisten stört, die meisten aber nicht interessieren sollte, ist die Verbindung mit den AirPods Pro, die bei mir ungefähr nie automatisch gut funktioniert. Immer muss ich selbst nachhelfen und in den Einstellungen die Verbindung aufbauen. Hier sollte Apple definitiv per Software nachhelfen. Die zweite Sache ist die Größe des Bildschirms, die zu arbeiten, Videos schauen und surfen wirklich ausreicht, für Videoschnitt oder Fotobearbeitung aber ein Tick zu klein ist. Doch zurzeit gibt es keine neuen, größeren Macs mit neuer Prozessorarchitektur. Für mich ist es, gerade weil es eine Alternative zu meinem Arbeitsplatz-PC stellt, ein wenig zu klein. Wer hier also groß arbeiten möchte, muss sich wohl oder übel noch ein halbes Jahr gedulden, bis der 16 Zoll MacBook rauskommt. Auch funktioniert es aufgrund des neuen Prozessors nun nicht mehr, dass ein Windows nativ installiert werden kann. Auch hier lohnt sich abwarten, ob vielleicht doch noch eine Möglichkeit dazu auf den Markt kommt. Alles in allem kann man sagen, dass die MacBooks ein Riesenschritt für Apple in eine unabhängigere und leistungsstärkere Richtung sind. Für alle, die nicht explizit Programme auf alter Architektur benötigen, sind die neuen Laptops definitiv interessant. Wer Videos oder Fotos bearbeiten will, sollte sich allerdings überlegen, ob er entweder an einem externen Display arbeiten kann und will oder lieber sich in Geduld üben, um auf den 16 Zoll MacBook zu warten. Für jeden, der nicht allzu viel Leistung benötigt, ist das MacBook Air die wahrscheinlich bessere Alternative. Für alle anderen heißt es, der MacBook Pro ist mit seinem M1-Chip wahrscheinlich der beste MacBook für die breite, leistungsgierige Masse.